Kreuzberger Bergmannstraße zwischen Mehringdamm und Zossener Straße. Ein Geschäft reiht sich an das nächste. Handwerkliches, innovatives, gern auch Bio, Trödel, An- und Verkauf. Noch relativ Wertvolles. Dienstleistungen, Kleidung, Gastronomie. Hier trifft man sich zu jeder Tageszeit. Hier wird gewohnt und gearbeitet. Was aussieht wie aus den 20ern, ist erst wenige Jahre alt. Büros und Arztpraxen. Die Lage ist gefragt. Hier ist immer was los. Nicht nur zum Bergmannstraßenfest im Rahmen des Berliner Jazz-Sommers. Kann man, muss man hier noch etwas verbessern? Seit Mitte März verengen zwei Holzkonstruktionen an der Ecke Nostizstraße die Fahrbahn. Bänke, Tischchen und die Einladung, Platz zu nehmen, werden vom Bezirk und der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz ausgesprochen. Zwei Pkw-Parkplätze lang ist dieses sogenannte Parklet, das auch ein Hotspot werden soll und einen zusätzlichen Bereich für den Aufenthalt. Rad- und Autofahrer müssen sich dafür etwas zurücknehmen, abbremsen, was auch so gewollt ist. Wie Fußgängern zu mehr Anteil am Stadtleben verholfen werden kann, wurde 3 Jahre lang diskutiert. Das Parklet ist ein Probelauf. Gefällt es Ihnen? Nein. Nein. Mir aber. Aha. Mir gefällt es. Unterschiedliche Meinungen. Ich nicht. Ich versuche nur Meinungen einzufangen. Ich finde es gut. Nein, ich habe nichts dagegen. Vor allem im Sommer finde ich das gut. Wenn die Sonne scheint, wie jetzt. Ja, ja. Man sitzt doch geschützt da. Ich finde es gut. Hier passt das Leben. Ja, hier ist immer Leben. Ja. Und das finde ich gut. Also das sind Begegnungsmodule. Ja. Was ist ein Begegnungsmodul? Naja, also ein Tisch zum Beispiel. Ist ein Tisch mit Stühlen wäre ein Begegnungsmodul. Dass man sein Frühstück mitnimmt und hier draußen, wer keinen Garten hat. Oder? Ja. Das Jammervolle wird sein. Hauptsache es verdreckt. Ich bin mal gespannt, wie es nach einem Jahr aussieht. Das ist das. Nicht, dass es verdreckt, dass es nicht verdreckt. Dass jemand dafür wirklich zuständig ist, der dann. Wenn einmal Papier liegt, kommt immer was dazu. Begegnungszonen sind ein Ziel der Berliner Fußverkehrsstrategie. Die gibt es tatsächlich. Was auf diesem Parklet offensichtlich fehlt, sind Aschenbecher. Sollen also Nachbarn kontrollieren, für Sauberkeit sorgen? Das ist ein Fremdkörper, der gehört hier nicht hin. Okay. Ja, also ich lebe seit 38 Jahren hier. Ja. Und das ist ein Witz. Man soll einfach alles so belassen, wie es ist, das regelt sich alles von selbst. Ja, die ganzen Nationalitäten, die hier wohnen, der Autoverkehr, dieses einfach über die Straße gehen. Ja. Man kommt miteinander aus, man muss es nur wollen. Das ist Kacke, das steht auch nicht lange. Diese 50.000 Euro, die sind rausgeschmissenes Geld. Anfang April mochte sich kaum jemand hier hinsetzen. Temperaturen unter 10 Grad. Sie sind die Einzige, die das hier nutzt. Ja. Wie kommt das? Weil das so gemütlich aussah, gerade die Sonne rausgekommen ja. ist. Und ich warte ja. auf einen Herrn, der gerade einen Hut kauft. Das ist gut. Und Sie? Ja, ich versuche rauszukriegen, ob das den Leuten gefällt oder nicht. Warten Sie auf die Sonne, dann werden Sie es erleben. Die warme Sonne ließ noch auf sich warten. Deshalb Ortswechsel in die Schöneberger Maaßenstraße. Hier gibt es bereits seit 2015 eine sogenannte Begegnungszone. Fußgänger, Fahrrad und Autofahrer sollen sich mit nicht mehr als 20 Stundenkilometern begegnen, was auch schon zu Blessuren führen kann. Wenigstens ausreichend Fahrradbügel gibt es hier für die 1 Million Euro an Planungs- und Realisierungskosten. Dazu teuren Kinderkram ohne pädagogischen Wert. Die Fahrbahn wurde verschwenkt. Die martialischen Betonpoller zum Schutz der Fußgänger wurden mit infantilen Motiven aufgehübscht. Positiv, die Fahrradfahrer sind von den Autos separiert.
Gestaltung der wohl eigentlich erwünschten Grünflächen durch Gewerbetreibende und Anwohner. Für Kritik sorgten auch die robusten, aber eher abweisenden Sitzbänke. Ist das Kunst oder auch ein Fahrradständer? Wo eigentlich Zebrastreifen die Passage für Fußgänger markieren sollten, müssen die Tapsen der Verkehrsplaner ausreichen. Dass es auch seriös geht, hat der Bezirk Schöneberg nur 50 Meter weiter bewiesen. Die Neuendorfstraße zwischen Maßen- und Zietenstraße wurde zur Fußgängerzone gestaltet. Hier wird vor allem gewohnt. Natürlich können Autos hier noch be- und entladen werden, aber die Bäume und die Pflasterung machen deutlich, wer hier bevorrechtigt ist. Auch Straßenfeste wurden hier schon gefeiert. Das Thema war Ruhe in der Fußgängerzone. Die hohe Gestaltungsqualität des öffentlichen Raums zeigt, wie man ernsthaft Verkehre regelt. Es ist 15 Grad wärmer als vor anderthalb Wochen, aber viele Menschen sitzen hier nicht. Wie geht das also weiter mit dem Thema Begegnungszone in der Bergmannstraße? Schon die wenigen fehlenden Parkplätze verstärken das Parken in der zweiten Reihe. Für Fahrradfahrer werden die Parkplätze zur Gefahrenquelle. Wir treffen einen Berlin-Besucher aus der Schweiz, der sich strukturierte Gedanken zur neuen Raumordnung macht. Ja. Aber, das geht ja auch wirklich auf die Straße zu und etwas weiter von den Boutiquen oder von den Geschäften weg. Und man sieht, dass die meisten Leute, die also hier miteinander sprechen oder sich aufhalten, doch meistens also gerade am Eingang des Geschäfts sind oder auf der Terrasse. Ja. Das ist also doch mit Markt verbunden, ja. Mit dem Kaufen und Verkaufen. Hier ist es also auf der Straßenseite doch was ganz anderes. Ist das ein Angebot, was eigentlich auf so einer Straße richtig ist? Oder ist das eigentlich in einer ruhigeren Straße vielleicht, in der Nebenstraße wäre es vielleicht besser? Ja, da hier spürt man doch so eine gewisse Art Herausforderung. Ja, das heißt, das ist auch da zum Teil, um den Verkehr zu verlangsamen und zu sehen, der Fahrer beispielsweise sieht, dass auch gewisse Leute hier sitzen auf der Straße. Also normalerweise ist ja die Straße da nur, um überquert zu werden. Ja. Ja? Aber hier bleibt man stehen oder bleibt man sitzen. Ja. Würden Sie sowas befürworten, dass das in vielen Hauptstraßen auch so etwas eingerichtet wird? Ja, also ich würde das befürworten. Aber wenn ich das so sehe, wie das jetzt gebaut wurde, sehr stabil, wahrscheinlich nicht gerade preiswert, also von den Materialien her. Vielleicht hätte man das auch auf einfachere Art gestalten können, keine Ahnung. Aber jedenfalls sieht es sehr schön aus und einladend. Ob Begegnungen durch die Parklets tatsächlich gefördert werden? Auch Sie können Ihre Meinung dazu noch bis zum 11. Mai kundtun, indem Sie auf der Webseite begegnungszonen.berlin.de den Fragenkatalog ausfüllen.